gar nicht. Ich bin aufgeregt, weiter nichts. Außerdem könnte es ja auch ein ganz männlicher Gegenstand sein. Frackhemdenknöpfe zum Beispiel. Bekanntlich gehen nicht nur Frauen zum Pfandleiher. Falls es so etwas ist, dann schenke ich es dir. Natürlich zu Weihnachten. Ich würde mich sogar freuen, du. Sollte es aber was für Frauen sein, dann darf ich es behalten, ja? Also gut, dann gehen wir zusammen. Und wenn der Pfandleiher irgendwelche Schwierigkeiten...